Hallo und herzlich willkommen hier am LS22 im Singleplayer auf der Hills Yukon. Ja, wir starten immer wieder eine neue Aufnahme. Genau, ich hatte beim letzten Mal noch ein Stück weiter gespielt. Genau, ich hatte nämlich ja Paletten von Trigger runtergeräumt, fällt mir gerade so ein, weil die waren noch voll, nachdem wir die Aufnahme von gestern beendet hatten. Ich sehe natürlich hier erstmal noch gar nichts im Produktionsinfo, das müssen wir erstmal anschalten. Weil habe ich auf der Cannon Crossing gespielt, letzte, und dann, ja. Müssen wir natürlich Produktionsinfrastruktur wieder einschalten, dass wir hier was sehen. Ne? Wir haben ja einen Teil unserer Produktion so weit befüllt, dass wir da nichts mehr machen müssen. Ne? Düngermission ist abgeschlossen. Genau. Hier werden noch Kartoffeln geerntet. Der ist, glaube ich, voll. Der fährt abfahren, oder? Ja, der bringt das erstmal zum Hofsilo. Drescher muss eingestellt werden. Warum? Nächster Wegpunkt. Abfahrer ebenfalls, und dann möchte ich meinen, wenn ich mich recht entsinne, das hat man ja dann nicht mehr an der Folge gemacht. Ich habe hier unten angefangen, oben haben wir das Vorgewende schon weggepresst. Ich presse jetzt hier unten, so dass wir ihn losschicken können auf den Kurs zum Treasure und dass er hier unten, wie gesagt, nicht nochmal Ballen liegen lässt. Die sammeln wir dann weg und dann können wir natürlich die Strohballen hier schon entsprechend einsammeln. Ne? Achso, ihr habt alle Fahrzeuge durchgetappt. Na, ihn müssen wir ja noch losschicken. Das wäre ja wieder Spaß geworden hier. Stunden später merken wir, dass hier niemand mehr Kartoffeln erntet. Ne? So, es sind alle in Gang hier. Bei den Stroh hatte mir auch jemand geschrieben, auf jeden Fall einlagern, weil ich gesagt hatte, eventuell verkaufen. Ne? Aber gut, das muss ich mal sehen. Das muss ich mir echt überlegen, ob wir es einlagern wollen oder nicht. Den Ballen müssen wir auch gleich mal hier wegtun. Und, ach so. So rum. Ja, starke Bauer ist ja ersetzt worden. Ich hatte da nochmal am, am Samstag, wo wir öfter, wo wir Ballen gepresst haben, auf der Marsch, hat der Rolf nochmal gesagt, dass das mit den Lumberjack deutlich besser geht und Jürgen, dass die das so nutzen. Ist hier mal ausgetauscht. Mal gucken. Ich meine, ich kann es ja mit doppelter, mit Alt-Taste doppelt gedrückt, kann ich natürlich anschalten. So jetzt einfach nur gedrückt halten, dass es so lange an ist, wie man Alt gedrückt hält. Das geht natürlich schlecht, wenn ich mit Controller spiele, aber ansonsten funktioniert das ja schon, wenn ich das doppelt drücke und anschalte. Das reicht mir auch so, weil starke Bauer paare ich ja nicht permanent. Ne? Bloß nicht, dass dort der Ball dann genau im Weg liegt, ne? Wir brauchen natürlich noch einen Kurs hier vom Thresher, dass er dann los kann. Aber vorher müssen wir die einsammeln hier. Ich glaube, oben hatte ich schon weggesammelt, ne? Also theoretisch fehlt uns eigentlich ja wieder fast ein Traktor, würde ich sagen. Aber ich weiß nicht so recht, ob wir uns hier noch einen kaufen. Also wir werden da erstmal abwarten. Ich muss mich auch noch beeilen. Der Drescher fährt jetzt die letzte Bahn da drüben. Ich weiß nicht, kommt er hier nochmal runter oder fängt er schon das nächste Beet an? Und der Abfahrer eiert auch hinterher. Auch gut so. Ich meine, das Stroh wird jetzt nicht den Wahnsinnsreichtum verursachen, ne? Aber ich finde schon, wir haben eigentlich fast genug Stroh in dem Ballenlager drin. Wir werden ja auf der neuen Karte definitiv im August starten. Und ich, also mich würde es jetzt wundern, wenn wir nicht noch irgendwas dreschen können oder irgendein Feld uns kaufen, wo natürlich dort nochmal Stroh runterkommt. Meine Gerste vielleicht nicht, meine, die wird nicht mehr erntereif sein, die wird abgeerntet sein im August. Ne? Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht gerade so noch, weiß ich nicht. So,
hier erstmal aus. Dann gucken wir mal, ich glaube, oben hatte ich den Ballenwagen stehen lassen, oder? So, muss entladen werden. Müssen wir mal hier gucken, weil ich irgendwie so ganz... Ach, da vorne steht er. Irgendwie der Rübenroder macht mit dem Förderband, also mit dem Überladerohr oder mit dem Entladeförderband komische Sachen. Der ist manchmal... Das knickt da irgendwie vorne so komisch ab. Was das liegt, weiß ich nicht. Und dann passt natürlich unser Abfahrer nicht runter. So, Ballen kriegt man hier oben, sind sie, wie gesagt, dass die drauf sind, sind die von hier oben. Weil ich dachte mir, wenn wir das Vorgewende wegpressen und dann den Fahrer einstellen, fährt das zwar nochmal ab, ja. Aber er lässt keine Ballen liegen, ne? Gut, 28 Stück kriegt man natürlich noch nicht zusammen, dass wir sehen würden, was so eine Ladung bringt, ne? Weil das Einzige, was wir noch machen werden, dann ist klar, wir werden noch dann Weizen in die Saatgutproduktion geben, damit wir die restlichen paar... 30.000 waren es, glaube ich. Man könnte es ja steuern über das Fülllimit am Anhänger, ne? Weil das mal exakt genauso viel reingeben, dass man dort noch auf jeden Fall die Gerste, die da drin liegt, noch bearbeiten zu Saatgut. Dann werden wir auch gucken, wie viel Gülle wir dazu brauchen. Das machen wir schon noch. Das andere alles, Acrylamid-Gärreste, ja. Wie gesagt, die Baumwolle in der Spinnerei, das werden wir nicht ersetzen, das werden wir leer laufen lassen. Den Stoff, komm, weiß nicht, ob wir den mitnehmen oder ob wir den verkaufen. Man könnte den mitnehmen. Und die Haarmilch lassen wir definitiv auch auslaufen. Wenn mal jemand Zeit hätte, könnte man, gut, der Düngerstreuer könnte jetzt weiter Milch verkaufen, ne? Ach so, und der Düngerstreuer könnte natürlich hier eigentlich die Ballenpresse fahren. Dann muss ich die ja nicht mitnehmen. Da kann ich ja hier Ballen einsammeln, ne? Wo ist denn der? Wo ist denn hier der Abfahrer? Ach, er kommt hier, okay. Das ist doch viel bessere Idee, als wir ihn hier die Milch verkaufen zu lassen, obwohl wir das alles noch machen müssen dann, ne? Ja, im Milch ist ja ein Standardprodukt. Ne? Im ungünstigsten Fall, wenn wir es jetzt wirklich nicht schaffen, mit irgendeinem Grund, könnten wir es ja auch über den Global Market verkaufen. Ne? Direkt aus dem Kuhstall raus geht es, glaube ich, ne? Oder? Bezahlen wir zwar eine Gebühr, aber das würde jetzt nicht ganz so schlimm sein, würde ich mal sagen. Weil das Geld, was wir aktuell auf dem Konto haben, das reicht theoretisch erstmal noch, um unsere Kreditzinsen zu zahlen. Der Kredit muss auch noch getilgt werden. Das machen wir dann aber mit den Verkäufen, wenn wir Feld verkaufen entsprechend. Dann werden wir ja auch den Kredit tilgen. Weil die Felder werden wir verkaufen, das Hofgrundstück behalten wir. Weil wir auch auf der neuen Karte natürlich dann einen Hof haben werden beim Start. Und ja, wir werden mal gucken. So, wo ist er? Hier ist er. Oh, schade, schafft mich mal die ganze Bahn, ne? Für den Kurs brauchen wir.
Er muss natürlich hier rein. Der raus. Der rein. Erster Wegpunkt. Und dann können wir einfach einstellen, oder? Dann sollte er einen Plan haben und hier hinten hinfahren. Wie gesagt, er findet jetzt hier im Vorgewende auf den Querbahnen natürlich nichts, aber vollkommen okay. So, wir gucken jetzt noch mal hin zum Lager. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwelchen... Ups, gefangen. Ich will raus. Ach so. Hier kommt man ja nicht raus. Genauso wie man nicht reinkommt, kommt man hier nicht raus, wenn man da hinspringt. Ne? Wenn ich das Lager anspringe, kann ich nicht hinspringen. Muss hier hochnehmen. Ich meine, wir hätten jetzt 465 Ballen drin. Ich meine, ein paar Paletten, da stehen auch noch hier oben rum. Auch Wollepaletten sind noch ein paar da. Ich meine, wir könnten schon hier bis 700 Ballen auffüllen mit den Stroh, ne? Was haben wir jetzt schon an Stroh drin? Ich weiß gar nicht, wie groß die Palettengrößen von den Erdbeeren, Tomaten und Karotten dann... Oh, wie gibt es denn die Karotten dann auf der neuen Map? Das weiß ich gar nicht. Gibt es da welche? Klar, doch, ja. Wie das mit den Sachen wird oder ob wir das hier doch noch verkaufen. Wir haben ja auch noch Luzerne hier drin. Die könnte man natürlich auch... Können wir die noch verarbeiten irgendwo hin? Komposter? Quatsch, Fermenter. Na klar, könnten wir die Luzerne auch noch verarbeiten. Die könnte man natürlich noch zur Silage verarbeiten, die Luzerne. Weil der Kompost ist voll mit Luzerne. Die transportieren wir auch mal hierher. Das machen wir auch. Aber erst, wenn wir hier eine Ladung Ballen zusammen haben. Das Gemüse werden wir, glaube ich, kaufen. Erstens weiß ich jetzt nicht mit der Palettengröße. Eine gute Frage, könnte ich mir die Liter gut schreiben. Halt statt einer Palette, fünf Paletten. Dann, dass wir literanzahlmäßig hinkommen. Aber ich glaube, das können wir auch verkaufen und dann brauchen wir das nicht umändern. So, vier Ballen brauchen wir noch, Kollege. Ach, wird nicht mal voll. Ein bisschen anschieben hier. Ja, lieber nicht, ne? Ich würde sagen, das ist das letzte komplette Beet, was hier anfängt, ne?
Ja, wenn wir, wie gesagt, die Felder abgeerntet haben, dann könnten wir gucken. Meine Zeit haben wir wieder zurückgedreht auf 1, ne? Aber dann werden wir auch relativ zeitnah die Nacht überspringen dann. So. Wie gesagt, 4 Stück brauchen wir noch. Also jetzt noch 3. Eiert er da oben wieder beim Drescher rum. Und der andere steht da auch schon wieder lange, da muss entladen werden. Ist da fortgefahren oder wie sieht das hier aus? Ne, der kommt gerade zurück hier, okay. So, hier Nummer 28 brauchen wir noch. Naja, haben wir nämlich die Wollpaletten, habe ich auch runtergeschoben vom Trigger. Mal hier den Palettenfahrer. Also die Eier und die Wolle und den Stoff, den werden wir mitnehmen. Aber hier die Gemüseteile. Ach so, der Stoff ist natürlich auch wieder die Frage. Gibt es denn auf Tausender dann oder? Die Eier und die Wollpaletten ist doch eigentlich dann Standardgröße, oder? Das haben wir ja noch eingestellt. Stimmt noch Europaletten Übergröße, ne? Das müssen wir erstmal umstellen. So, nur die ganzen mitnehmen. Oh, einmal hier quer durch die Hecke. Weil die Wolle und die Eierpaletten ist Standard, möchte ich meinen. Eins zu früh abgebogen. Aber gut, so ist es vielleicht besser, dass wir die Angefangenen nicht mit erwischen. Denn wir haben doch schon einmal Wolle in unserem Lager gehauen, oder?
Wir fahren mal hier vorne lang, weil Honig. Oh, das sind auch 5000 Liter Paletten. Die werden wir verkaufen. Das. Beziehungsweise werden wir jetzt nochmal gucken. Nicht, dass ich mich jetzt täusche, aber Eier müssten doch 1400. Oder sind die auch größer? Ne, 1400 sind Standard und das sind Tausender. Genau, das ist Standard. Dann werden wir das so mitnehmen, natürlich. Zack, drin sind sie. Wie gesagt, das Verkaufen werden wir dann ja machen, würde ich sagen. Wenn wir auch noch ein paar. Naja, wenn wir am letzten Ingame-Tag sind, werden wir das versuchen, alles zu erledigen. Aber ja, die Folge ist natürlich auch schon wieder rum. Ne? Ja, das ist, geht wieder rum. Ne? Gut, dann sage ich mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen dann morgen 16 Uhr hier weiter. Bis dahin und tschüss.